Du bist nie um eine Ausrede verlegen. Wie schwer Gib kann dir doch das einfach denn mal sein? ein bisschen mehr Mühe. Musst du immer alles besser wissen? Du musst immer das letzte Wort Du würdest haben. Noch deinen Kopf verlieren, wenn er nicht angewachsen Du redest wäre. Wirklich ohne Punkt und Komma. Warum ist dir immer alles zu viel? Diese Dinge sagte man mir mein Leben lang. Hi, ich bin Jess und ich habe ADHS. Meine Diagnose habe ich erst mit 30 bekommen. Es kostet mich viel Überwindung, dieses Video zu teilen, aber ich finde, wir müssen mehr über das Thema ADHS im Erwachsenenalter, insbesondere bei Frauen und weiblich gelesenen Personen, reden. Denn ADHS haben nicht nur kleine, zappelige Jungen. Und vor allem bestehen die Symptome im Erwachsenenalter oft weiterhin, werden übersehen oder fehldiagnostiziert. Und heute möchte ich mit dem Stigma ADHS aufräumen. Das Video hat mehrere Teile. Zuerst kommen ein paar Basisinformationen zum Thema ADHS. Danach kommt meine persönliche Reise bis zur Diagnose mit 30 und mit den Problemen, die ich im Alltag so habe. Den Teil werde ich moderieren, weil es sonst viel zu chaotisch wäre und das auch spannend bleiben soll, vor allem für die Leute, die wie ich Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit zu halten. Falls dich bestimmte Teilaspekte mehr interessieren, dann schau dir doch gerne mal die Kapitelmarken unter diesem Video an. Und am Ende kommen noch ein paar andere Betroffene zu Wort, die du vielleicht auch kennst. Außerdem packe ich einige Bücher, Quellen, Podcasts und so weiter, die mir durch die Zeit geholfen haben, unten in die Videobeschreibung. Und aus einem Buch, was von PsychologInnen geschrieben wurde, habe ich auch den folgenden Teil. ADHS steht erst einmal für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Sie wird von einer bestimmten Struktur und Funktionsweise des Gehirns hervorgerufen und wird deswegen auch oft als neurobiologische Störung beschrieben. Sie tritt bei ungefähr 2-5% der Erwachsenen auf. ADHS-Betroffene unterscheiden sich natürlich, aber drei Eigenschaften sind ihnen doch gemein und die sind auch notwendig, um eine Diagnose zu stellen. Das erste sind Aufmerksamkeitsprobleme, Hyperaktivität und Impulsivität. Unter dem Begriff ADHS fallen alle Formen der Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität. Dabei gibt es den vorwiegend unaufmerksamen ADHS-Typ, den kombinierten ADHS-Typ und den vorwiegend hyperaktiv-impulsiven ADHS-Typ. ADS, also ohne das H, ist heute eine Variante unter ADHS. Kommen wir kurz zu den drei Kernbereichen, die eben auch eine ADHS-Diagnose ausmachen. Als erstes sprechen wir über Aufmerksamkeit. Dabei haben Betroffene Schwierigkeit, ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Sie können sich zum Beispiel nicht auf eine Sache konzentrieren, können Arbeiten schwer zu Ende bringen, vergessen oder verlieren Dinge häufig, haben Schwierigkeiten, sich zu organisieren, Arbeitsanweisungen zu verstehen. Und oft wird auch gesagt, dass der Begriff Aufmerksamkeitsdefizit nicht so ganz passt, weil es eher Schwierigkeiten sind, die Aufmerksamkeit zu regulieren. Denn wenn für eine Person mit ADHS etwas interessant, spannend und stimulierend ist, dann kann sie sich sehr wohl sehr lange darauf konzentrieren. Das nennt man dann Hyperfokus. Dazu gibt es später noch ein paar mehr Infos. Hyperaktivität. Dazu gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Manche fallen uns von außen vielleicht gar nicht auf. Die Hyperaktivität kann sich nämlich ganz unterschiedlich zeigen. Zum Beispiel dadurch, dass die Person nicht still sitzen kann, dass sie rastlos ist, sehr schnell spricht, an irgendwelchen Dingen rumfummelt, Schwierigkeiten hat, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen und auch superschnelle Gedanken und Gedankenrasen. Dabei haben Betroffene oft ein permanentes Stressgefühl und Schwierigkeiten, wirklich runterzukommen. Impulsivität. Bei Leuten mit ADHS kommen Reize von außen so ziemlich ungefiltert auf einen ein und sorgen dabei oft für eine direkte Reaktion, ohne vorher darüber nachzudenken, was für Konsequenzen das hat. Das kann sich zum Beispiel zeigen, dass Leute mit ADHS anderen ins Wort fallen, dass sie Dinge sagen, die sie später bereuen. Ja, und Schuld und Scham sind Gefühle, die Leute mit ADHS sehr, sehr gut kennen. Und auch Stimmungsschwankungen können damit reinspielen. Und mit all diesen Sachen und noch viel mehr kommen natürlich Schwierigkeiten auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie, bei Freundschaften oder auch bei Beziehungen. Man kann es sich vorstellen, dass es nicht so leicht ist, wenn man Schwierigkeiten hat, zuzuhören, Anweisungen zu folgen oder sich an Dinge zu erinnern, dass es eben zu Konflikten kommt, immer und immer wieder. Für viele fällt zum Beispiel auch der Umgang mit Finanzen total schwer. Es kommt zu übermäßigem Konsum von Genuss- und Suchtmitteln. Auch das Risiko für Substanzmissbrauch ist bei ADHS-Betroffenen ziemlich hoch. Dazu kommen oft Beziehungsprobleme, Probleme zu schlafen und zur Ruhe zu finden. Und 3/4 aller Leute mit ADHS haben zusätzlich noch eine andere psychische Erkrankung, wie zum Beispiel Angststörungen, Depressionen, Burnout, dessen Basis eben die ADHS ist. Sich in diesen ganzen Dingen wiederzuerkennen, ist ganz normal. Wichtig für eine ADHS-Diagnose sind die Kombination und die Schwere der einzelnen Symptome und vor allem müssen diese eben auch im Kindesalter schon aufgetreten sein und sich in verschiedenen Bereichen zeigen, wie zum Beispiel Arbeit oder Schule, Privatleben und so weiter. Woher kommt ADHS denn eigentlich? Ja,
ADHS hat nicht nur die eine Ursache. Sie ist mit ungefähr 75% genetisch bedingt. Wenn also eine Person mit ADHS in der Familie ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie damit nicht alleine ist. So kommt es zum Beispiel oft vor, dass Kinder mit ADHS diagnostiziert werden und dadurch die Eltern herausfinden, dass sie auch eine ADHS haben, aber es früher eben nicht erkannt wurde. Aber auch Geburtskomplikationen wie zum Beispiel Sauerstoffmangel oder der Konsum von Nikotin oder Alkohol während der Schwangerschaft können das ADHS-Risiko erhöhen. Das soziale Umfeld ist hier auch wichtig, denn durch ungünstige soziale Strukturen können die ADHS-Symptome in der Kindheit eben auch noch verschlimmert werden. Was ist denn da eigentlich im Gehirn anders? Die Forschung dazu ist noch ganz am Anfang, aber wahrscheinlich ist, dass eine gewisse Genkombination Menschen für ADHS anfälliger macht. Diese Gene sollen auf die Produktion und den Abbau von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn Einfluss haben. Das sind auch die Neurotransmitter, auf die ADHS-Medikamente wirken. Diese optimieren nämlich die Dopamin- und Noradrenalinmenge zwischen den Nervenzellen. Aber wie gesagt, hier ist noch einiges an Forschung notwendig, um ADHS komplett zu verstehen. Jetzt werden wir ein bisschen persönlicher. Ich habe mehrere Jahre lang Therapie gemacht und konnte dadurch viele Dinge auflösen. Was ich aber nie verstanden habe, ist, warum bin ich so extrem vergesslich? Warum würde ich meinen Kopf verlieren, wenn er nicht angewachsen wäre? Warum habe ich Schwierigkeiten, auch den Menschen, die ich liebe, aufmerksam zuzuhören? Das hat mich richtig fertig gemacht. Wieso fiel es mir so schwer, mich für selbst die kleinsten Dinge zu motivieren? Und warum gelang es mir einfach nicht, trotz all der Strategien, die ich erlernt habe, trotz vielen Methoden, die ich mir beigebracht habe, meine Zeit einzuschätzen? Warum fehlt mir irgendwie das Gefühl für Zeit und wie lange Dinge brauchen und dementsprechend, dass ich irgendwie immer zu spät war? Zudem habe ich auch motorische Schwierigkeiten. Ich habe mich zum Beispiel im Alltag super oft verletzt und habe auch Wortfindungsstörungen. Und was mich wirklich fertig gemacht hat, ist, dass ich nie einmal ruhig liegen konnte. Selbst wenn ich abends auf der Couch gelegen habe, ist mir alle paar Minuten irgendwas eingefallen und ich bin wie von der Tarantel gestochen aufgesprungen und musste es natürlich sofort erledigen. Als mir das alles so beim Abschluss meiner Therapie bewusst geworden ist, habe ich mich zuerst gefragt, bin ich vielleicht krank? Habe ich vielleicht einen Hirntumor? Habe ich vielleicht eine frühe Form von Alzheimer, dass ich halt alles vergesse? Bis ich dann durch Zufall auf das Thema ADHS gestoßen bin und das Gefühl hatte, dass das so das Puzzleteil ist, was mir noch gefehlt hat, um mich zu verstehen und um die Dinge zu erklären, die zum Beispiel meine Ängste oder meine PTBS nicht erklären konnten. Denn in der Therapie waren eben diese Dinge vorrangig, meine Ängste, meine Traumata und so weiter, sodass ADHS gar nicht erst diagnostiziert wurde. Willkommen am Anfang meiner Reise. Da war meine allererste Sitzung bei einer neuen Therapeutin, nachdem ich 300 Stunden der analytischen Psychotherapie durch hatte. Und während dieser ersten Sitzung habe ich sie direkt mit meiner Vermutung konfrontiert. Ich bin super gespannt, was die Therapeutin mir da mitgeben kann. Sie hat mich ja beim Erstgespräch auch schon ernst genommen und auch gesagt, dass sie ADHS für wahrscheinlich hält, beziehungsweise sich das gut vorstellen kann und ich das auch dem Psychiater und Neurologen mitteilen soll für eine Testung. Ich werde sie auf jeden Fall mal fragen, ob sie als Backup-Plan, falls ich da nicht ernst genommen werde, auch testen kann, zur Not halt auf Selbstzahlerbasis. Eine klassische Testung ist meist aus Zeitgründen bei psychologischen PsychotherapeutInnen nicht möglich und die werden in der Regel durch spezialisierte Stellen in Kliniken durchgeführt. Oder es wird nach ausreichender Anamnese von PsychiaterInnen oder NeurologInnen eine Diagnose gestellt. Ich war so unfassbar nervös. In meinem Kopf habe ich jedes mögliche Szenario durchgespielt und jedes Gespräch, was stattfinden könnte, bin ich in meinem Kopf durchgegangen, hunderte Mal. Und ich habe auch während dieser Reise gelernt, dass das ziemlich typisch für Leute ist, die ADHS haben. Sich jedes einzelne Szenario im Kopf ganz bunt ausmalen und darunter leiden. Und es ist unfassbar belastend, wenn es dir den Schlaf raubt und du an nichts anderes denken kannst und deinen Alltag nicht wirklich bewältigen kannst, weil die Gedankenspiralen in deinem Kopf einfach weitergehen. Bei dem Thema ADHS geht es auch oft um Schule und wie gut oder schlecht man da eben war. Und ich habe, während ich alles so zusammengetragen habe, gemerkt, dass meine Noten in der Mittelstufe wirklich sehr geschwankt haben. Ich hatte richtig Schwierigkeiten in den Fächern, die ich nicht richtig greifen konnte. Zum Beispiel stumpf Daten auswendig lernen in Politik. Ich hatte Schwierigkeiten in Erdkunde, in Geschichte oder auch Deutsch, wenn es zum Beispiel um Grammatik ging. Ich konnte das einfach nie so wirklich greifen. Hingegen war ich zum Beispiel in Fächern wie Mathe oder Bio gut, weil
ich das einfach irgendwie super spannend fand. Für eine ADHS-Diagnose sind besonders die Zeugnisse aus der Grundschule interessant. Und die habe ich mir mal etwas genauer angeschaut, als ich mich auf meinen Termin beim Psychiater vorbereitet habe. Erste Klasse. Du erzählst gern und mit treffenden Worten von deinen Erlebnissen. Arbeitsanweisungen verstehst du gut und vollständig, fragst aber sicherheitshalber gerne noch einmal nach. Du beteiligst dich eifrig mit eigenen Beiträgen, die aber manchmal etwas zu weitschweifig sind. Selbstständig und zügig, jedoch bisweilen nicht mit ausreichender Sorgfalt und Ordnung. Für deine schriftlichen Ausführungen lässt du dir nicht immer genügend Zeit oder du arbeitest zu nachlässig. Nicht ordentlich und übersichtlich. Geduld und Sorgfalt vermissen. Lässt du dir nicht immer genügend Zeit. Manchmal arbeitest du auch zu nachlässig. Oft wäre es für dich viel einfacher, deine Aufgaben sachgerecht zu bearbeiten, wenn du den Erklärungen konzentrierter zuhören würdest. Denn Ergebnisse könnten dann leicht ordentlicher und übersichtlicher aussehen. Teilweise jedoch nicht sehr sorgfältig gestaltet. Geduld und Sorgfalt vermissen. In der 6. Klasse ist dann bei der weiterführenden Schule. Ihre mündliche Mitarbeit ist nach Fächern unterschiedlich. Manchmal ist sie auch unkonzentriert. An meine Grundschulzeit erinnere ich mich ehrlich gesagt nur sehr, sehr wenig. Und auch danach sind die Erinnerungen irgendwie ziemlich lückenhaft. Eine Sache ist mir aber auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und zwar, dass mir immer wieder gesagt wurde, ich müsse ordentlicher sein und mir mehr Mühe geben und meine Sachen sauberer erledigen. So habe ich mir also jedes Halbjahr vorgenommen, jetzt schaffe ich es, jetzt ziehe ich das durch. Ich habe mir ein neues Hausaufgabenheft gekauft, habe die ersten 2 Wochen vielleicht alles eingetragen, um nichts zu vergessen. Und dann war es uninteressant, ich habe es wieder vergessen. Und dann habe ich mich natürlich wie eine komplette Versagerin gefühlt, weil ich es mal wieder nicht geschafft habe. Und so ging das meine ganze Schulzeit weiter, auch in der weiterführenden Schule. Da es leider sehr lange dauert, bis man einen Termin bekommt, zum Beispiel auch bei PsychiaterInnen oder NeurologInnen, habe ich mir die 3 Monate Zeit genommen und alles zusammengetragen, was irgendwie wichtig sein könnte und was mir eingefallen ist. Das fiel mir nicht ganz so schwer, weil ich sowieso in diesen 3 Monaten kein anderes Thema in meinem Kopf hatte, dank Hyperfokus. Der sogenannte Hyperfokus beschreibt das Phänomen, dass sich Leute mit ADHS über einen gewissen Zeitraum sehr intensiv und sehr tiefgehend mit einem Thema auseinandersetzen können, weil sie das so spannend finden und dann auch allen möglichen Leuten, auch die es nicht interessiert, damit voll quatschen. Ja, I'm guilty of that. Und oft beschäftigen sie sich so intensiv damit und sind so konzentriert dabei, dass sie alles um sich herum vergessen. Auf Toilette zu gehen, regelmäßig zu essen oder zu schlafen. Und genau deswegen denke auch ich, dass Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeitsregulation besser passt als Aufmerksamkeitsdefizit, weil wir sehr aufmerksam sein können, wenn es uns interessiert. Und genau in diesem Modus habe ich alles zusammengetragen. Grundschulzeugnisse. Auflistungen von Symptomen, Problematiken, typischen Sätzen, die man mir gesagt hat, alles sortiert, sodass sich eben der Psychiater da gut zurechtfindet. Ich habe Ausschnitte von meinem Tagebuch von früher mit eingebunden, weil mein Schriftbild und meine Rechtschreibung, Grammatik schon sehr auffällig waren. Und ich habe auch Bücher über das Thema ADHS gelesen und die Passagen, die ich wirklich sehr zutreffend fand, die habe ich auch noch mit da reingebracht. So hatte der Psychiater eben schon einen sehr guten Eindruck, was da eigentlich los ist. Vor dem Termin habe ich natürlich die ganze Nacht wach gelegen und dann am nächsten Morgen regelrecht auf den Termin gewartet. Denn viele Leute mit ADHS haben so ein Problem mit ihrem Zeitmanagement, weil sie Zeit nicht wirklich einschätzen können und verfallen dann vor Termin oft in eine Art Wartemodus. Und in der Zeit fällt es schwer, überhaupt irgendwas zu erledigen. Und manche, zum Beispiel ich, fühle mich dann auch wie eingefroren und kann nichts tun, bis dieser Termin dann stattfindet. Ich glaube, bei mir hat das viel damit zu tun, dass ich richtig Angst habe, den Termin zu verpassen und Ärger zu bekommen. Und ich weiß eben auch, dass ich ein schlechtes Gefühl für Zeit habe. Und ich neige dazu, in Phasen, wo ich nichts zu tun habe, zu denken, ach, das kannst du noch kurz machen. Dann fange ich an, verschätze komplett die Zeit, hetze danach zum Bus oder komme zu spät. Und ich neige eben zum zu spät kommen und dieses Warten ist dann vielleicht so eine Art der Überkompensation. Die Ängste, die ich jetzt gerade habe, ist natürlich, dass der Arzt mich nicht ernst nimmt, klar. Aber auch, dass es Probleme mit dem Bus gibt, dass der Termin nicht richtig im System steht und dass der auf einmal nicht stattfindet, dass der Arzt nicht da ist, dass der Arzt wenig Zeit hat oder dass der Arzt keine Kapazitäten hat, eine Diagnostik auszuführen. Ja. Alles Sorgen in meinem Kopf. Ich habe Medikamente bekommen. In einer sehr, sehr, sehr geringen Dosis, muss man dazu sagen. Der Arzt hat mich komplett ernst genommen, hat sich alles angehört, hat sich alles angeschaut und meinte dann auch, okay, das, was sie mir jetzt da vorlegen, ist schon ziemlich eindeutig.
Vor allem, weil ich ja auch die ganzen Zeugnisse hatte und die, ja, ist ja eine Fremdbeurteilung von anderen Leuten. Da kann ich ja nicht so viel dran rütteln. Da sind die Siegel drauf von den, ja, von den Schulen und so. Aber für eine ADHS-Diagnose ist es eben auch wichtig, dass die Symptome, ich glaube, vom 7. oder vom 12. Lebensjahr schon aufgetreten sind, weil es nichts ist, was man wie eine Depression irgendwann im Leben kriegen kann, sondern das ist angeboren, as far as I know. Und ja, er hat das alles ernst genommen. Wir haben über Therapiemöglichkeiten gesprochen. Er meinte auch so, als sie reingekommen sind, habe ich ja schon gedacht, so okay, sie reden sehr schnell. Das ist halt auch sehr syndromtypisch. Er fand das sehr gut, dass ich schon jahrelang in psychotherapeutischer Behandlung war und dadurch auch schon viele Strategien für mich gelernt habe, wie ich mit Dingen umgehe. Klar, so Selbstorganisation, Timer und sowas sind alles Dinge, die ich schon länger jetzt in mein Leben einbaue und halt mich versuche, besser zu organisieren. Aber es ist halt trotzdem alles so anstrengend. Jeder einzelne Schritt, den ich mache, das ist halt einfach so anstrengend. Ich habe ihm auch gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich kein Problem damit habe, das Haus zu verlassen, um 10 Kilometer laufen zu gehen und aber Schwierigkeiten habe, den verdammten Müll aus dem Ding zu holen oder irgendwas ordentlich in den Schrank einzuräumen. Auf der einen Seite bin ich erleichtert, dass ich ernst genommen werde, auf der anderen Seite ist dann immer noch wieder dieser Teil in mir, der sich selbst fragt, ja, vielleicht bin ich doch nur faul, vielleicht bilde ich mir das doch alles nur ein, weil ich das halt immer gehört habe. Er meinte auch so, wenn man sowas früher diagnostizieren würde und Kinder früher die Hilfe bekommen würden, die sie bräuchten, auch durch Therapie und durch Aufklärung, wie man damit umgeht, weil medikamentöse Therapie ist auch nur ein kleiner Teil, sagt er eben auch, dann könnte man halt so viel verändern. Aber halt, wenn das nicht passiert, dann ist oftmals das Selbstwertgefühl nachhaltig geschwächt. Ich habe ja viele Jahre Therapie gemacht und ADHS wurde da übersehen. Das geht eben vielen Betroffenen auch so, weil sich durch die ADHS auch viele andere Erkrankungen entwickeln können, wie zum Beispiel Ängste, Zwänge, PTBS oder auch Depressionen oder Burnout. Und über die Jahre habe ich mich natürlich sehr viel reflektiert. Ich glaube, mehr als die meisten Menschen, weil ich permanent mit mir konfrontiert werde, weil ich seit Jahren meine YouTube-Videos schneide. Im Übrigen ist das auch gar nicht so selten, denn viele Leute mit ADHS arbeiten eben im Marketing oder machen irgendwas mit Medien. Nicht wegen der Aufmerksamkeit, die sie dadurch bekommen, sondern weil es eben ein sehr abwechslungsreicher und spannender Beruf ist. Die meisten Leute mit ADHS lieben Abwechslung und mögen es nicht, wenn jeder Tag genau gleich aussieht. Denn dann kommt schnell Langeweile auf und dann kommen die Probleme mit Motivation und Co. Sowieso ein Klischee, mit dem ich hier einfach mal aufräumen möchte. Aufmerksamkeitsdefizit bezieht sich auf das Konzentrieren auf Dinge, nicht auf die Beachtung anderer. Aber als YouTuber und Content Creator steht man natürlich irgendwo in der Öffentlichkeit und bekommt einiges zu lesen. Und ich habe immer wieder die Kommentare bekommen, warum unterbrichst du andere Leute? Warum redest du so schnell? Was ist denn mit dir? Und irgendwie denkt man sich auch so, okay, was ist falsch mit mir? Aber mit mir ist nichts falsch. Mein Gehirn funktioniert einfach anders. Und wenn ihr hören könntet, wie schnell meine Gedanken sind, da kommt mein Mund gar nicht hinterher. Das meinte er auch so. Die Wortfindungsstörung, das Vergessen, es liegt nicht daran, dass ich einen Hirntumor habe oder so. Das werden wir noch ausschließen. Ich habe bald auch noch ein MRT, einfach damit ich ruhig schlafen kann. So ruhig, wie ich eben schlafen kann. Aber in meinem Kopf sind halt so viele Satzanfänge und so viele Themen, dass wenn ich bei einem Thema bin, ich in meinem Kopf schon drei Themen weiter bin. Und dementsprechend ist da super viel und der Körper kommt gar nicht, also in dem Fall der Mund, die Zunge, womit man halt redet, Stimmbänder, kommen halt nicht so schnell nach. Ich wurde also ernst genommen und mir wurde eine kleine Dosis eines Medikaments verschrieben, das zur Behandlung von ADHS eingesetzt wird. Ein Medikament, das bei neurotypischen Leuten ohne ADHS eher aufputschend wirken würde und bei Menschen mit ADHS beruhigend. Die teilweise gegenteilige Wirkung von Betäubungsmitteln ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, als ich mal beim Zahnarzt war oder eine Narkose während einer Operation bekommen habe. Diese Erfahrungen teilen auch viele andere ADHS-Betroffene. Ich habe ja auch Erfahrungen mit anderen Sachen gemacht, zum Beispiel Betäubung bei einem Zahnarzt und so. Da brauchte ich auch viel, viel, viel mehr. Bei Narkosen, Vollnarkosen bin ich viel zu munter und früh wach geworden, dass sich alle gewundert haben. Also irgendwas läuft bei mir auf jeden Fall anders, aber er meinte auch, das ist relativ typisch. Eine Sache, die ich mir richtig von dem Medikament erhofft habe, ist, endlich konzentriert Auto fahren zu können. Ich schäme mich wirklich, das zuzugeben, aber es ist ein richtiges Problem bei mir. Ich fahre zwar ordentlich und gewissenhaft, aber meine Ablenkbarkeit ist wirklich heftig. Die letzten Male, wo ich Auto fahren musste, habe ich mich eigentlich die ganze Zeit innerlich angeschrien. Konzentrier dich, schau, was vor dir ist. Und das ist super anstrengend und für das eigene Selbstwertgefühl auch nicht gerade förderlich. Und so entwickeln sich dann auch Ängste vom Autofahren. Und der Auffahrunfall, den ich mit 18 Jahren hatte, hat mich da sicherlich auch geprägt. Es wäre so cool, wieder Auto fahren zu können.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein eigenes Auto brauche und so, aber es wäre schon ganz cool, wenn ich das könnte, ohne komplett abgelenkt von allem zu sein. Das Medikament, was ich verschrieben bekommen habe, wirkt direkt und wird vom Körper innerhalb von 8 Stunden abgebaut. Antidepressiva zum Beispiel wirkt ja in der Regel erst nach mehreren Wochen. Bei meinem ADHS-Medikament wirkt es sofort, wenn es denn anschlägt und die Wirkung hört am Ende des Tages auf. Es gibt da verschiedene Präparate und bei meinem wird der Wirkstoff über den Tag verteilt abgegeben. Viele haben abends davon auch einen sogenannten Rebound-Effekt. Das passiert dann, wenn die Wirkung des Medikaments nachlässt und alle ADHS-Symptome schnell und intensiv zurückkommen. Und das kann für Betroffene auch sehr, sehr unangenehm sein. Mittlerweile nehme ich das Medikament jetzt schon 3 Tage. Wirklich viel davon merke ich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, während ich mich geschminkt habe, ein bisschen mehr im Moment bin und ein bisschen ruhiger bin. Also wenn ich mich schminke, stehe ich normalerweise eben vor dem Spiegel und wackel halt hin und her, wechsel da um meine Position, bin sehr unruhig und ich lasse sicherlich 2-3 Mal irgendwas fallen und reg mich tierisch darüber auf. Es ist nichts gefallen und ich habe mich nicht aufgeregt. Meine körperliche Rastlosigkeit zeigt sich durch verschiedenes Fidgeting. Am auffälligsten bei mir ist zum Beispiel, dass ich mit den Beinen wackel, mit den Füßen wackel, mit der Hüfte mich bewege, meine Füße aneinander reibe, mich im Gesicht kratze oder an meinem Kopf kratze. Sehr gerne habe ich auch ein Haargummi dabei, mit dem ich spielen kann und Formen machen kann. Und wenn es ganz diskret sein muss, dann tut es auch zum Beispiel so ein Ring, an dem ich spiele. Das mache ich auch die ganze Zeit während dieses Videos. Oder eben mit den Zehen zu wackeln. In den Schuhen fällt das in der Regel nicht auf. Wieso machen das Leute mit ADHS eigentlich? Ja, gute Frage. So wie ich das verstanden habe, ist es eine Art, sich selbst zu stimulieren, um sich dann bei Aufgaben besser konzentrieren zu können. Dieses Fidgeting soll die Menge an Neurotransmittern im Gehirn erhöhen. So können schon fast schmerzhaft langweilige Aufgaben eher angegangen und super langweilige Situationen ausgehalten werden. Und Langeweile verspüren Betroffene besonders bei Routineaufgaben sehr, sehr häufig. Was meine eigene Unruhe angeht, hat sich mit dem Medikament auf jeden Fall etwas verändert. Und ich merke in den letzten Tagen, dass ich abends, wenn ich auf der Couch liege und irgendeine Serie oder eine Dokumentation oder sowas gucke, meine Beine ein bisschen ruhiger sind. Also normalerweise habe ich irgendwie so einen Hüftwackler, schwer das zu beschreiben. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, weil ich ja sehr selbst reflektierend bin, dass ich dann dachte, oh, du liegst hier gerade irgendwie ganz schön ruhig. Und das passiert sonst nur, wenn mich wirklich irgendwas richtig krass in den Bann zieht. Wobei ich dann meistens irgendwelche Dinge unbewusst mache, wie in meinen Lippen rumzukauen oder ja, solche Dinge oder irgendwo dran zu kratzen, sagte sie, während sie sich den Hinterkopf kratzt. Ja, Skinpicking ist so eine Sache, aber ich konnte auch, ich glaube aber, das ist unabhängig der Medikamente, weil ich das schon seit letzter Woche durchziehe, die Finger von meinem Gesicht lassen, von meinem Pickeln lassen und so. In der Zeit kamen super viele Erinnerungen aus meiner Kindheit wieder, auch dadurch, dass ich viele Erfahrungen von anderen Betroffenen gelesen oder mir angehört habe. Und da habe ich mich auch daran erinnert, wie sehr jeder Morgen ein Kampf für mich war. Ich habe mir vor allem über das Thema Schlafen gerade ein bisschen mehr Gedanken gemacht, welche Probleme ich einfach in der Kindheit, in der Schule, in der Uni und immer hatte und welche Arten von Wetten ich für mich immer abgeschlossen habe. So morgens, ich schaffe es nicht aus dem Bett, es geht einfach nicht, es geht einfach nicht. Okay, Jessica, wenn du es jetzt schaffst, du musst nur durchhalten bis 14 oder 15 und dann kannst du dich wieder hinlegen. Und dann ging es meistens. Oder ich bin halt eingeschlafen in der Schule oder in der Uni. Ich hatte mein Leben lang das Gefühl, nicht dazu zu gehören, irgendwie anders zu sein und das hat man mich auch spüren lassen. Und so habe ich irgendwie angefangen zu schauen, wie andere die Dinge machen und wie die sich so verhalten. Und das habe ich mir dann irgendwie angeeignet, weil ich dachte, das ist so das, wie ich mich verhalten muss, um ja, sozial zu interagieren. Das nennt man auch Masking. Das bedeutet, dass Leute zum Beispiel ihre ADHS-Symptome verstecken oder auch für eine Zeit unterdrücken. Und das ist super anstrengend. Paige Leal trifft da die richtigen Worte in einem Video, was ich zu dieser Zeit gesehen habe. Sie ist im Autismus-Spektrum und dazu hat sie auch noch ADHS. Auch etwas, was häufig zusammen aufkommt. Who I am. Every part of me is just a combination of every person I ever thought was cool. I'm still working on trying to find what I am like, but until then, you're gonna see different me's all the time. Ich glaube, die meisten Leute kennen die typischen Ausprägungen von ADHS. Die Dinge, die andere Leute vielleicht nicht so gerne mögen oder die sie stören. Worüber wir aber zu selten reden, ist, welche Auswirkungen das Ganze noch hat. Im Alltag sind es nämlich häufig die exekutiven Funktionen, die uns richtig Probleme machen. Was wir nicht vergessen dürfen, ADHS hat so dieses Klischee, laut, unterbricht Leute, ist hibbelig,
hat super viele Gedanken und spricht schnell, ist vielleicht egozentrisch und so. Das sind so die Klischees, aber womit wir auch oft jeden Tag strugglen, sind Dinge zu planen, auszuführen und ja, überhaupt erst anzufangen. Das ist für viele Leute mit ADHS ein riesiges Problem. Und meistens sind das diese alltäglichen Aufgaben, die machen niemandem Spaß, denke ich. Aber bei Leuten mit ADHS fehlt halt der Motivationsschub im Gehirn, um diese Dinge anzugehen. Abspülen, Müll runterbringen, Spülmaschine ausräumen, sauber machen, aufräumen. Diese Dinge fallen vielen Leuten schwer. Kochen, weil ich kann zum Beispiel aus meiner Perspektive sprechen, mir auch oft motorisch das schwerfällt. Das Problem ist, dass ich in meinem Kopf dann mehrere Aufgaben gleichzeitig habe und manchmal drehe ich mich dann im Kreis und greife mit den Händen in verschiedene Richtungen, weil ich mehrere Sachen gleichzeitig machen möchte. Und dazu kommt noch, dass eine Aufgabe in meinem Kopf so groß erscheint und dann da 1000 Unterschritte sind und das lässt mich manchmal wie erfrieren. Und das ist ein Day-to-Day-Struggle, den ich nicht mit einem Schnips abschalten kann, wo mir auch keine Therapie hilft, das komplett abzulegen. Also es kann mir niemand nehmen. Ich kann nur Strategien entwickeln, um mit diesen Dingen täglich umzugehen. Dass ich zum Beispiel einfache Rezepte koche, dass ich, da kommt das Essen, Essen an Tagen bestelle, an denen es einfach keine Kapazitäten mehr in mir gibt, mich in die Küche zu stellen und das zu machen. Und es fällt anderen Leuten, die diese Probleme kennen, so einfach zu sagen, ja, reiß dich da mal zusammen, wir müssen uns alle zusammenreißen. Aber das ist einfach eine super toxische Art, mit Menschen umzugehen, weil das Problem in meinem Fall, ich kann nur von mir reden, aber ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, auch daran liegt, dass je mehr wir versuchen, uns zusammenzureißen und je mehr wir versuchen, alles irgendwie hinzukriegen, desto anstrengender ist das. Und dann wird für mich zum Beispiel die Verletzungsgefahr riesig. Ich verletze mich in meinem Haushalt sehr, sehr häufig. Ich habe viele blaue Flecken an meinem Körper. Ich habe mich beim Kochen schon mehrere Male aus Unachtsamkeit verletzt. Ich gehe da jetzt nicht genau ins Detail, aber es kann halt auch einfach gefährlich werden. Wenn ich in meinem Kopf schon bei der einen Sache bin und dann währenddessen ein großes Messer in meiner Hand halte und irgendwas hacke, ja, it happened. Die meisten Dinge, die ich in meinem Leben gesagt oder gemacht habe, haben sich im Nachhinein ziemlich schlimm angefühlt. Das Gefühl von Schuld und Scham über die Dinge, die ich nicht so gut konnte, hat oft all die positiven Erfahrungen überdeckt. Was hast du denn jetzt schon wieder getan? Oh, warum musstest du das denn sagen? Oder warum schaffst du das nicht wie ein normaler Mensch? Aber ich möchte falsche Scham- und Schuldgefühle in der Vergangenheit lassen und offen über den täglichen Struggle reden. Und das mache ich halt sehr häufig mit Humor. Und wenn ich solche Themen humorvoll angesprochen habe, wurde mir auch oft unterstellt, dass ich psychische Probleme glorifiziere. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Ich glorifiziere daran gar nichts. Ich habe mich einfach nur damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist, dass es ein Struggle ist. Und bei manchen Dingen bleibt mir auch einfach nichts anderes übrig, als mit Humor damit umzugehen. Über mich selbst zu lachen ist immer besser, als sich über mich selbst aufzuregen, wie ich das fast mein ganzes Leben lang gemacht habe. Mit mir selbst so hart zu reden und immer zu sagen, das kannst du doch besser, reiß dich mal zusammen, so schwer ist es doch nicht, alle machen das doch auch, was stimmt nur nicht mit dir? Und das ist das, was dann noch mehr Leid erzeugt. Leider habe ich mir am Tag meines Psychiatertermins Covid eingefangen und kann so im Nachhinein nur schwer sagen, was die anfänglichen Nebenwirkungen des Medikaments waren, wie zum Beispiel Mundtrockenheit, die ich da hatte, oder was Covid war. 3 Wochen später habe ich aber schon eine Veränderung feststellen können. Und jetzt 3 Wochen später geht es mir soweit wieder gut und ich merke auch, dass ich irgendwie mehr schaffe. Ich es leichter finde, Dinge anzugehen. Es ist immer noch nicht einfach, aber ich habe mehr Motivation, zum Beispiel mich fertig zu machen, morgens aus dem Bett zu kommen, meine Aufgaben anzugehen, mich selbst zu strukturieren, Sachen ein bisschen besser zu priorisieren. Und ich merke einfach im Alltag, dass ich etwas ruhiger bin. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe mich in den letzten 3 Wochen kein Mal richtig verletzt. Und das ist für mich schon krass, weil ich dauernd mich überall gestoßen habe. Und dadurch, dass ich so hektisch und unaufmerksam war, habe ich mich sehr oft verletzt. Zum Beispiel habe mich gebückt, um was aufzuheben, habe vergessen, dass oben der Schrank auf ist, habe mich gestoßen und überall blaue Flecken. Und das ist die letzten Wochen gar nicht so wirklich passiert. Und insgesamt kann ich wohl sagen, ich bin etwas weniger gefangen in mir selbst. Es hat sich oft so angefühlt, als müsste ich abends auf der Couch sitzen. Es gäbe es keine andere Option.
Und sicher auch, weil ich keine Energie mehr hatte, weil all die kleinen alltäglichen Aufgaben so viel von meiner eigenen Energie gekostet haben. Wenn zum Beispiel den Müll rausbringen andere Person vielleicht 2% ihrer Energie kostet, waren es für mich vielleicht 20%, weil dieser ganze Aufwand der exekutiven Funktion für mich einfach riesig war. Und seit der Medikation habe ich das Gefühl, in meinen Entscheidungen etwas freier zu sein, was die Therapie nicht geschafft hat, trotz mehrerer Jahre. Und ich schaffe es endlich, aus den Gedankenkreisen rauszukommen und nicht komplett in meinem Kopf gefangen zu sein und alles heftig zu überdenken. In dieser Zeit war ich bei einer weiteren Probesitzung bei der Therapeutin und habe dort neue Hoffnung geschöpft. Und sie meinte auch, dass ich auch sicherlich nochmal Anspruch auf eine Therapie habe, weil sich jetzt eben eine neue Diagnose ergeben hat und vor allem, weil viele Erinnerungen bei mir auf einmal gerade wiederkommen. Ich versuche gerade so ein bisschen wieder Dinge zu machen, die mir früher total Spaß gemacht haben, die ich aber aus Scham und aus, das ist vielleicht ein bisschen komisch für andere oder eben auch, weil ich dafür fertig gemacht wurde, aufgegeben habe, dass ich die Dinge wieder aufgreife, weil sie mir persönlich Spaß machen. Und eigentlich war ich so ein fröhliches, aufgewecktes Kind, auch wenn sicherlich viele traumatisierende Dinge passiert sind, war ich eigentlich so ganz glücklich. Aber die Tatsache, dass wenn man immer wieder gesagt bekommt, du bist zu faul, streng dich mehr an, du bist nicht sorgfältig genug, du bist nicht gut genug, was stimmt denn nicht mit dir? Diese ganzen Sachen, das macht einen natürlich fertig. Und ich bin jemand, ich passe mich total an. Und ich habe meiner Therapeutin jetzt auch gesagt, dass ich damals bei der ersten Sitzung bei meinem letzten Therapeuten, hat er mich als erstes gefragt, warum reden Sie so schnell? Und ich hatte darauf keine Antwort. Und in meinem Kopf war es direkt so, oh Gott, ich rede zu schnell, darf ich nicht. Und dann habe ich das bei jeder einzelnen Sitzung so sehr unterdrückt, dass er das natürlich nicht gemerkt hat. Und in jeder einzelnen Sitzung saß ich so da, aber ich lag ja hinter ihm und er hat es nicht gesehen. Er hat nicht gesehen, wie ich immer wieder die Strukturen an der Wand beobachtet habe und wie unruhig ich eigentlich war, also mit solchen Dingen oder auch mit meinen Füßen und so. Und deswegen hat das halt so nicht erkannt. Die Therapie hat mir auf jeden Fall nicht geschadet, weil ich vor allem meine Beziehungsstrukturen alle hinterfragen konnte, aber was ich halt bräuchte, wäre wahrscheinlich eine Verhaltenstherapie, die mit den einzelnen Schwierigkeiten, die ich im Alltag habe, ja, mir einfach hilft. Und während dieser ganzen Reise kam auch immer wieder dieses Gefühl hoch, ach, so schlimm ist das Ganze auch gar nicht und das bilde ich mir irgendwie nur selbst ein. Trotz all der Schwierigkeiten, die ich in meinem Alltag habe und für die ich zu dem Zeitpunkt einfach noch keinen Namen hatte. Diese Gedanken habe ich mit der Therapeutin nochmal aufgearbeitet. Und sie hat mir versichert, dass es sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen und dass der Arzt das Medikament nicht verschrieben hätte, wenn er sich nicht sicher gewesen wäre. Außerdem kannte sie den Arzt persönlich und hält ihn für sehr kompetent. Weil da ist halt so ein Teil in mir, der sich jetzt denkt, ja, okay, vielleicht bilde ich mir das doch alles ein, vielleicht ist es ja doch nicht so, man hätte das ja auch früher erkannt. Und da merke ich aber, dass das genau diese Anteile sind, die andere mir immer gezeigt haben. Andere Leute haben mir immer gesagt, das bildest du dir ein, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, so schwer ist es nicht. Und diese ganzen Sachen führen natürlich dazu, dass ich meine eigene Wahrnehmung und meine eigene Realität permanent in Frage stelle. Und das macht was mit einem, wenn man die ganze Zeit denkt, okay, es ist nicht richtig, was da gerade in mir ist und es wird von außen mir immer gesagt, dass das nicht richtig ist. Und diese Aussagen an mir abprallen zu lassen, ist nun meine Priorität. Mich selbst wieder zu entdecken und die Anteile, die andere vielleicht komisch finden, trotzdem zuzulassen und mich nicht mehr zu verstecken. Nur um irgendwie reinzupassen, aber wo rein eigentlich? Denn gerade dieses Verstecken kostet so unfassbar viel Energie, die ich für andere Sachen viel mehr bräuchte. Ich möchte nicht mehr maskieren und die Eigenschaften von mir verstecken, nur weil andere Leute nicht damit klarkommen. Ich möchte mich nicht immer dazu zwingen müssen, langsam zu reden, nur weil andere Leute mir sagen, du redest zu schnell. Ich möchte nicht mehr immer still sitzen müssen, wenn es mir gut tut, öfter meine Position zu wechseln. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen Weg der Akzeptanz und aber auch ein bisschen Weg der Trauer, weil hätte man das irgendwie früher erkannt, wäre es wahrscheinlich leichter gewesen all die Jahre und ich hätte mir sehr viele Dinge ersparen können. Vergesslichkeit ist ein Problem für viele Leute mit ADHS, da das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt ist. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie der Arbeitsspeicher eines PCs. Der kann ja auch nur begrenzt viele Aufgaben drin behalten. Nur ist der von Leuten mit ADHS ein bisschen kleiner und wenn neue Aufgaben dazukommen, dann fallen andere wieder raus und werden vergessen. Ich habe in der Zeit viele Podcasts und Hörbücher gehört und auch Bücher gelesen von Menschen, die ihre Erfahrungen teilen. Dabei kamen viele Erinnerungen hoch, insbesondere über Dinge, die ich mein ganzes Leben lang immer wieder vergessen habe. Und es war bei mir halt immer ein Pain. Ich habe regelmäßig alles Mögliche vergessen, was man vergessen konnte. Ich hatte meine Bücher nicht dabei, ich hatte meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ich hatte die Sportkleidung vergessen, Schwimmkleidung war ganz schlimm und vor allem, wenn diese Termine nicht regelmäßig waren. In unserer Schule ist auch teilweise sehr viel ausgefallen und irgendwie habe ich dann, wenn es die eine Woche ausgefallen ist, in der nächsten gar nicht mehr dran gedacht, dass es quasi noch ein Ding ist und dann habe ich es wieder vergessen. Und jetzt macht es auch total Sinn, dass ich die letzten Jahre auch immer noch regelmäßig Träume davon habe, dass ich in der Hausarbeit sitze und vergessen habe, dass ich eine schreibe, dass ich im Schulsport bin und meine Sportsachen vergessen habe, weil das halt früher echt sehr, sehr regelmäßig passiert ist und ich dafür natürlich sehr, sehr regelmäßig auf den Deckel bekommen habe. Und es ist irgendwie total traurig, dass es so unterbewusst mich offenbar sehr beschäftigt hat, weil ich halt nachts teilweise diese Träume davon habe, dass ich in der Schule irgendwas vergessen habe. Und ja, auch Medikamente vergesse ich schon mal und merke dann im Laufe des Tages, warum läuft es heute nicht so gut? Warum ist alles noch schwieriger als sonst? Und in diesem Video möchte ich auch einmal deutlich sagen, Pills don't build skills. Tabletten können helfen, aber mindestens genauso wichtig ist es, sich Strategien anzueignen, um mit den individuellen Schwierigkeiten im Alltag klarzukommen. Ich glaube, die Fertigkeiten habe ich mir schon über die letzten Jahre antrainiert, aber das hilft mir jetzt halt noch mehr, das umzusetzen. Weil wenn ich zero Motivation habe, zero Energie habe für die Dinge, die gemacht werden müssen oder in meinem Kopf einfach so viele Schritte dafür erforderlich sind, um irgendwas zu schaffen, dann blockiere ich mich halt immer selber. Und wenn Tabletten helfen, das zu verändern, dann nehme ich das gerne so in Kauf. Ja, ich hatte da gestern tatsächlich auf einem Instagram-Account noch so ein Beispiel gelesen, was sich viele vielleicht mehr oder weniger vorstellen können. Zum Beispiel, man nimmt sich vor, morgens zum Sport zu gehen. Ja, aber vor dem Sport sollte ich eine Kleinigkeit essen. Der Kühlschrank ist aber leer, das heißt, ich gehe morgens noch kurz zum Supermarkt. Ah, verdammt, ich möchte zum Supermarkt gehen, aber meine Haare sind nicht gewaschen. Ich muss meine Haare noch waschen. Oh Mist. Und dann sitzt man da und denkt sich, eigentlich wollte ich zum Sport, aber jetzt muss ich noch meine Haare waschen, zum Supermarkt essen und dahin gehen. Und dann sitzt man da und tut gar nichts. Man hat weder gewaschen Haare, man hat nichts zu essen im Kühlschrank, man war nicht beim Sport, man schafft gar nichts. Und das ist Story of my life bei allem. Und oft kommt das dann so, dass ich in dieser, ich glaube im Englischen nennt sich das Analysis Paralysis bin, dass ich da sitze und einfach nur starre und mein Freund ist dann auch so, was ist gerade los? Und ich bin manchmal gar nicht in der Lage, ihm zu antworten, weil mein Kopf einfach so eine Blockade ist, dass ich da einfach nicht drüber hinwegkomme und dann einfach analysiere und überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja, und deswegen für mich ist halt auch Wochenplanung super wichtig, Listen sind super wichtig und alles in Häppchen zu packen, aber auch nicht zu viele Häppchen, damit es mich nicht überfordert. Ja, ist alles nicht so einfach. Morgen steht auf jeden Fall das MRT an. Ich bin gespannt, wie es läuft. Das MRT lief soweit unkompliziert und wegen meiner Panik habe ich mir was zur Beruhigung geben lassen. Was aber auch nur so semi angeschlagen hat. Dann hieß es aber auf jeden Fall erstmal 2 Wochen warten bis zu meinem nächsten Termin. Ich bin sehr nervös. Ich habe gleich den 2. Termin bei dem Neurologen bzw. Psychiater, bei dem ich auch vor 3 Monaten war. Und in der Zwischenzeit hatte ich ja das MRT von meinem Kopf, um einfach abzuklären, dass da nichts ist, was da nicht sein sollte, weil ich mir, was sowas angeht, immer super viele Gedanken mache. Und wir konnten auch noch einige Tests machen. Ich habe halt gefragt, so hey, was waren diese Bluttests, die Sie da angesprochen haben? Und soweit ich das jetzt verstanden habe, sind das Leberwerte, Nierenwerte, alle Schilddrüsenwerte und Vitamine. Und ja, um da zu schauen, ob da vielleicht irgendwas fehlt, was auch die Symptome, die ich habe, verursachen könnten. Einfach um zu gucken, ob es vielleicht noch eine andere Erklärung außer ADHS ist. Und ja, ich bin sehr nervös und bin gespannt, was er zu sagen hat. Außerdem habe ich ja noch die Vermutung, eine andere Sache zu haben. Und da werde ich auch mal fragen, ob er sich mit dem Thema auskennt, weil es geht um das Thema Histamin. Und als Neurologe kennt man sich vielleicht auch ein bisschen damit aus, hoffe ich, weil Histamin ja auch ein Neurotransmitter ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, muss ich mal gucken, wie es damit weitergeht. Und ja, als mein Termin dann anstand, hatte er erstmal gesagt, ja, wie geht's Ihnen? Und ich wollte einfach erstmal wissen, ob mit dem MRT alles in Ordnung war. Und dann sagt er, da war alles okay. Und dann wollte ich mir die Bilder aber auch nochmal anschauen und erklären lassen. Und da ist ihm auch nochmal aufgefallen, dass da eine Unregelmäßigkeit erkennbar ist, die aber kein Grund zur Sorge sein sollte. Und zwar meinte er, dass das die Zirbeldrüse ist, die vergrößert zu sein scheint und irgendwas von einer Zyste. Aber wenn die bösartig wäre, hätte die irgendwie Wasser um sie herum. Und das sieht so aus, als wäre die schon, ja, seit meiner Kindheit da. Und das Wichtige ist halt, dass die nicht zu groß ist, wie ich das richtig verstanden habe, und das drumherum liegende Hirnwasser vernünftig fließen kann und da nichts einengt, denn das kann halt zu Beschwerden führen, wenn da was eingeengt wird. Aber er konnte halt auch verstehen, dass ich mir da viele Gedanken mache und jedes Szenario in meinem Kopf durchdenke, und hat dann die Aufnahmen nochmal weitergeleitet an Spezialisten. Und ich habe dann, als ich vom Rückweg war, direkt nochmal Rückmeldung dazu bekommen und
ja, dieser Spezialist war der gleichen Meinung, dass es nichts Besorgniserregendes ist, aber man sollte es halt regelmäßig überprüfen, um zu schauen, dass es eben in der Größe bleibt, so wie es jetzt ist, macht das sowohl keine Probleme. Ja, es ist halt irgendwie kein cooles Gefühl zu wissen, dass da was ist, was da nicht hingehört. Und er meinte, dass diese Zirbeldrüse hauptsächlich für den Zirkadienrhythmus, also diesen Tag-Nacht-Rhythmus und Schlaf und so zuständig ist. Und da habe ich ihn auch gefragt, ist das der Grund, warum ich so beschissen schlafe? Naja, keine Ahnung. Jedenfalls ging es dann weiter über meine Blutwerte, da war alles tipptopp. Mein Vitamin D hat er auch getestet und er meinte, das ist in einem guten Bereich, aber eher in einem unteren guten Bereich. Und da habe ich auch gesagt, das ist verwunderlich, weil ich supplementiere regelmäßig. Da meinte er auch, ja, dann kann ich die Supplementation vielleicht ein bisschen erhöhen. Aber man sieht, dass es absolut notwendig ist, dass ich das mache, denn sonst wäre der halt sehr schlecht, der Wert. Schilddrüse funktioniert, Leberwerte sind tipptopp, Nierenwerte sind tipptopp, alles andere im großen Blutbild auch. Das war schon mal gut. Und dann hat er mich eben gefragt, wie ich mit den Medikamenten klarkomme. Und da komme ich ja wirklich sehr gut mit klar. Ich habe als einzige Nebenwirkung, dass mein Mund trocken ist und es ist alles ein bisschen leichter geworden. Ich schaffe es, morgens aus dem Bett zu kommen. Ich schaffe es, Körperpflege zu betreiben, mich fertig zu machen. Und es ist halt irgendwie in meinem Kopf nicht mehr dieses Denken, es lohnt sich nicht, XY zu machen, weil XY zum Beispiel. Es lohnt sich nicht, mich jetzt noch anzuziehen, weil ich muss mich ja nachher eh wieder bettfertig machen. Es lohnt sich nicht, mich zu schminken, weil ich muss mich eh wieder abschminken. Warum sollte ich putzen? Es wird eh wieder dreckig. Das ist so das und ich hatte das alles aufgeschrieben. Ich habe auch zum Beispiel geschafft, mit dem Skinpicking aufzuhören und er hat das gelesen und meinte, das klingt halt sehr, sehr, sehr gut und das klingt halt echt, das würde es mir richtig helfen, obwohl die Dosis so klein ist. Wir passen die Dosis nochmal an und dann fragte ich ihn, gut, und wenn Sie das jetzt sich alles anschauen mit der Diagnose, passt ADHS? Und er sagte, ja, das passt gut und dass auch die Medikation eben dafür spricht, weil sie so bei mir anschlägt. Und die Diagnose stand tatsächlich auch in meinem Patientinnenblatt drin. Also ich hatte halt, da war der Bildschirm und da stand eben alles, was so gewesen ist. Und bevor ich da war, stand da eben auch schon die Diagnose mit dem, ich weiß nicht, ob es der DSM oder ICD-Schlüssel ist, auf jeden Fall mit diesem Diagnosekriterium-Schlüssel. Ja, das heißt, ich habe jetzt einige Monate lang damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen und meine Diagnose hat sich bestätigt. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich werde jetzt erstmal 2 Tabletten nehmen von denen, die ich jetzt habe. Ich habe ja wirklich die niedrigste Dosis, 5 Milligramm, dass ich dann 10 nehme und schaue, ob auch die Konzentration besser wird. Ich merke zum Beispiel, ich bin Auto gefahren und ich konnte mich endlich auf das konzentrieren, was so direkt vor mir ist. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn ich Auto fahre, dass ich zwar alles grob im Überblick habe, aber erstmal bei mir bleibe und bei dem, was innerhalb der ersten Meter vor meinem Auto ist und mich nicht davon ablenken lasse, was da hinten passiert. Denn leider muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Klischee, oh, ein Eichhörnchen, das passt halt leider sehr, sehr gut auf mich. Bevor ich überhaupt die Idee von einer Diagnose hatte, waren das tatsächlich die Momente, wenn ich mit meinem Partner spazieren gegangen bin, dass ich mich über irgendwas Kleines gefreut habe, ihn unterbrochen habe und weggesprungen bin und irgendwas verfolgt habe. Und das ist beim Autofahren halt nicht so gut. Und das war einfach für mich ein richtig schöner Moment, als ich dann letzte Woche mal wieder Auto gefahren bin und gemerkt habe, ich kann mich auf das konzentrieren, was in den Metern vor mir ist und ich bin einfach ein bisschen ruhiger, meine Hände schwitzen nicht so krass. Also auch die Ängste sind ein bisschen weniger geworden und das ist für mich einfach ein riesiges, ja, ein richtig krasses Gefühl. In meiner vorigen Therapie blieb das ADHS ja unbemerkt, was daran liegt, dass viele andere Erkrankungen sich im Laufe des Lebens noch dazugesellen, wenn ADHS nicht entsprechend behandelt wird. Und die sind dann natürlich auffälliger, sowas wie Depressionen, Angststörungen, Zwänge, Burnout oder auch Persönlichkeitsstörungen. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass mit ADHS eine Komorbiditäten eingehen, zum Beispiel Angststörungen, die sich entwickeln, Depressionen, Burnout, weil man eben immer wieder versucht, mehr zu geben, weil einem immer wieder gesagt wird, du bist faul, du schaffst es nicht, du gibst dir nicht genug Mühe und dann pushst du dich so weit, dass du irgendwann komplett ausgebrannt bist oder eben Depressionen entwickelst, wo du das Gefühl hast, du bist einfach in allem schlecht und versagst komplett oder dass dir dein Leben lang gesagt wird, du hast so viel Talent, du bist intelligent, du schaffst das alles, wenn du dir mehr Mühe gibst und du schaffst es aber nicht, weil dieses ADHS dich daran hindert, die Dinge anzufangen und durchzuziehen. Und das ist einfach so schade, dass das nicht früher entdeckt wurde, auch durch meine letzten Therapien. Ich bin froh, dass ich einige Ängste überwinden konnte und auch einige negative Gedankenspiralen und gesunde Mechanismen entwickeln konnte über die Zeit. Das wird mir jetzt sicherlich helfen, aber ich glaube, man hätte mir vielleicht doch besser helfen können, hätte man das gesehen. Neben dem PTBS, was ich sicherlich habe, aufgrund traumatischer Erfahrungen. Das Selbstwertgefühl von Leuten mit ADHS ist auch oft sehr, sehr schlecht, weil ihnen eben immer wieder gesagt wird, dass sie so, wie sie sind, nicht richtig sind.
Und das bringt eben auch oft weitere Probleme mit sich. Und was der Psychiater eben dann auch sagt, ist, ja gut, das ist dann eben auch schwierig, wenn das nicht behandelt wird. Du gelangst in deinem Leben dann eher in Beziehungen mit Menschen, die das Bild von dir bestärken. Das heißt, du bist dann vielleicht eher in einer Beziehung, die ungesund ist, wo dein Partner dir vielleicht noch sagt, du schaffst das nicht, du bist faul, warum kriegst du das nicht hin, und dich halt genauso behandelt, wie du das irgendwie gewohnt bist. Und in diesen Beziehungen entstehen eben auch Traumata und du denkst halt irgendwie, du verdienst es, weil du es irgendwie dir nicht genug Mühe gibst, du nicht genug schaffst und du denkst eben, das ist alles deine Schuld. Und das ist halt echt schlimm und ich glaube, viele dieser Dinge hätte man irgendwie vermeiden können mit einer früheren Behandlung. Manche Traumata kann man natürlich nicht ändern. Man sucht sich eben nicht unbedingt aus, wie man ins Leben startet und aus, welchen Menschen man begegnet. Also es ist nicht alles immer vermeidbar, aber einiges hätte man eben doch vermeiden können, hätte man es früher diagnostiziert. Und Beziehungen sind auch so eine Sache. Neben ungesunden Beziehungen, wo eine Person es vielleicht ausnutzt, dass die andere Person nicht viel Selbstwert hat, finden auch sehr oft zwei undiagnostizierte Leute mit ADHS zusammen. Weil die Art zu denken, zu reden, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen und eben miteinander zu kommunizieren, so viel mehr float oft als mit neurotypischen Personen. Das hört sich jetzt alles erstmal nicht so positiv an. Ist jetzt alles schlecht? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ein paar andere Leute mit ADHS zu Wort kommen lassen und sie gefragt, was sie an ihrer ADHS lieben. Wenn ich gerade nicht mit dem Kopf in den Wolken hänge oder total im Hyperfokus feststecke, liebe ich vor allem an meiner ADHS meine schnelle Auffassungsgabe, die mir quasi schon seit ich denken kann, immer wieder hilft und auch das ein oder andere Mal wirklich den Arsch gerettet hat, weil ich damit eben Dinge ausgleichen konnte, wie ja irgendwie eine latente Verpeiltheit, mein chaotisch sein oder dass ich irgendwas nicht auf dem Schirm hatte. Und ich liebe es, wie schnell und intensiv ich mich für Dinge begeistern kann und diese Begeisterungsfähigkeit eben auch total ansteckend ist und ich andere wirklich super gut mitreißen kann. Und das ist auf jeden Fall was, was ich an meiner ADHS total liebe und niemals hergeben würde. Was liebe ich an meinem ADHS? Das ist jetzt erstmal die Schwierigkeit, dass ich es nicht schaffe, diese Frage kurz zu beantworten. Das ist manchmal halt wirklich dieses Denken. Also ich finde es super cool, dass ich Dinge oft anders denke, abstrakter denke, aber das ist halt jetzt auch die Schwierigkeit, diese Frage einfach zu benennen. Aber ich würde im ersten Moment sagen, wirklich meine Begeisterungsfähigkeit, meine Neugierde, meine Kontaktfreudigkeit, einfach offen und kreativ irgendwie so der Welt entgegen. Ja. Vielen Dank an euch für diesen wunderbaren Input. Die Accounts verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Da gibt es auch viele Sachen zum Thema ADHS. Bei mir ist es definitiv meine Hilfsbereitschaft, mein hoher Gerechtigkeitssinn, meine Beharrlichkeit, wenn mich was wirklich interessiert und ich wirklich etwas möchte. Ich liebe es, wenn ich im Hyperfokus bin und neue Informationen regelrecht aufsauge. Und ich mag es, dass ich über die unterschiedlichsten Themen recht viel weiß und mich sehr breit gefächert interessiere. Und man hat mir auch schon oft gesagt, dass ich unabsichtlich lustig bin und ja, man mit mir sehr viel Spaß haben kann, weil ich auch sehr gut über mich selbst lachen kann. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video vielen Menschen helfen kann. Menschen, die vielleicht ähnliche Gedanken haben, selbst gerade auf der Reise zu einer Diagnose sind oder auch Menschen mit ADHS einfach besser verstehen möchten. Denn wenn mir eins während dieser Reise bewusst geworden ist, dann es braucht noch viel mehr Aufklärung und Hilfen in unserer Gesellschaft. Sowohl für ADHS-Betroffene als auch für Menschen im Autismus-Spektrum oder mit Behinderung. Unsere Welt ist einfach noch nicht an dem Punkt, sodass Menschen individuell unterstützt werden können. Dazu bräuchte es überall Veränderungen, zum Beispiel auch in den Schulen oder an Arbeitsplätzen. Und vor allem viel Empathie und Verständnis füreinander. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dieses Video teilst und noch mehr Menschen über ADHS im Erwachsenenalter erfahren. Auch ein Like oder Interaktion in Form eines Kommentars hilft ungemein. In diesem Video steckt sehr viel Arbeit und Organisation. Und ihr könnt euch vorstellen, das war gar nicht so leicht. Aber wenn ihr das hier seht, habe ich es offenbar geschafft und ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich würde mich riesig freuen, wenn dieses Video so viele Leute wie möglich erreicht. Wenn ihr mehr zu einzelnen Teilaspekten erfahren wollt, ich verlinke euch einige Accounts unten in der Videobeschreibung. Ich kann natürlich jetzt nicht alles hier behandeln, aber es gibt wunderbare Instagram-Accounts und YouTube-Accounts, die einzelne Probleme von Leuten mit ADHS sehr, sehr gut aufbereiten. Und da habe ich auch unfassbar viel gelernt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und bis zum nächsten Video. Tschüss!